Deutschen in der Bundesrepublik und in der DDR sind jetzt wieder unauflöslich miteinander verbunden. So, jetzt ist es raus, jetzt wie ist es? Kann mir eigentlich nur noch einen Kuh durch den Kopf schießen. Doch auf mit dem Blödsinn. Ein Konkurs ist noch lange kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Wer weiß das besser als ich? Als ich damals mit Walli die Videothek aufgeben musste. Ach komm, Mensch, Erwin, Mensch, das ist doch was ganz anderes, Mann. Bei mir hängen es wie Dutzend Leute dran. Letztes Jahr habe ich dir noch gesagt, dass ich keine Sorgen zu machen brauche und dass es aufwärts geht. Ja, scheiße. Das haben noch ganz andere behauptet, Walter, und die wussten schon vorher, dass es nicht stimmt. Lass dir mal keine grauen Haare wachsen, wird alles schon wieder. Das Leben geht weiter. Ja, Leben ja, aber ich gehe den Bach runter. Ich habe Erika noch gar nicht gesagt, Mensch. Ich hatte keinen Mut. Du bist wirklich der Einzige, der es ist. Ja, aber nächste Woche steht's in der Zeitung. Was ist ja jetzt schon wieder los? Hey Leute, die haben den Asylantenschöppen schon wieder abgefangen. War nicht hinter dem Zweifel. Wo willst du hin? Raus, Mensch, da kann man irgendwie helfen. Mach keinen Scheiß weiter, bleib hier, du kennst doch diese Arschlöcher. Nachher kriegst du auch noch einen auf die Mütze. Nee, aber irgendwas muss man doch unternehmen, Mensch. Man kann doch das nicht so einfach geschehen lassen. Dafür ist die Polizei und die Feuerwehr da. Nimm den Leuten doch nicht ihre Arbeit weg. Aber die Bullen, die tun doch nichts, das siehst doch selber. Weiter. Was? Vielleicht hast du recht, Mann. Diese Arschlöcher, die wollen uns aufmerksam machen, Mensch. Sag mal, ja, wie, was soll geschehen? Erst die Nazis, dann die Kommunisten, jetzt wieder die Nazis. Das sind doch keine Nazis. Du siehst alles viel zu schwarz, Walter. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Irgendwie kann ich die Leute ja verstehen. Nicht, wie sie es machen, aber warum sie es machen. Wir können doch nicht alle aufnehmen. Nein, nicht alle. Aber für ein paar wird da noch Platz sein, Mensch. Sehr schön. Es gefällt mir. Na. Oh Gott, die kleinen Schönheitsoperationen müssen natürlich noch durchgeführt werden, aber... Na, was ist denn? Aber das ist bis Ende des Monats längst über die Bühne. Und verkaufen wollen Sie nicht die Wohnung, Herr Schulz? Nein, um Gottes Willen, Herr... Jumatane, verkaufen Sie Ihr Augenlicht? Na, ist das eine Aussicht? Also, die Grundmiete beträgt 5.800 kalt. Dafür möchte ich allerdings zwei schwarz. Dazu kommen natürlich die üblichen Nebenkosten und 20.000 Mark Kaution. Die Formalitäten erledigt das Büro meines Konsulats. Ja, bitte. Bitte, was meinen Sie mit zwei schwarz? Na, schwarz auf die Hand. Nein, um Gottes Willen. Nein, das war nicht persönlich gemeint. Nein, dafür bekommen Sie einfach keine Quittung. Ah, ich verstehe. Finanzamt? Ja, das Finanzamt ist katastrophal. Alleine, was wir für unsere Brüder und Schwestern abdrücken müssen. Sie treiben einem ja förmlich zu solchen Geschäften, nicht? Ja, also wir sind jetzt soweit klar, Mr. Jumatano. Ich schicke Ihnen die Verträge dann in Ihr Büro. Okay. Wiedersehen. 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 Guten Tag. Guten Tag. Herr Schulz? Ja. Ich bin Frau Zetzmann. Wir haben Ihnen geschrieben, ich komme wegen der Wohnung. Tut mir leid, ist leider schon vergeben. Wären Sie fünf Minuten früher gekommen und ich hätte bestimmt nicht Nein sagen können. Wie darf ich das verstehen? Genauso wie ich sage. Es tut mir leid, Herr Schulz. Die Wohnung darf leider nicht vermietet werden. Ist sie aber schon. Wieso darf sie nicht vermietet werden? Weil sie seit einer Woche dem Amt für soziale Dienste zur Verfügung steht. Wem zur Verfügung steht? Ich bin Mitarbeiterin der Abteilung Hilfe für Wohnungslose und Durchreisende. Ihre Wohnung ist bereits für russische Aussiedler vorgesehen. Für russische Aussiedler ist gut. An Boris Jelzin vielleicht, ja? Diese Räume stehen seit über einem Jahr leer. Das ist ja wohl meine Sache, nicht? Nein, Herr Schulz. Das ist jetzt meine Sache.
Nach § 12 der neuen Aussiedlerschutzordnung kann leerstehender Wohnraum für soziale Zwecke freigestellt werden. Was ist mit den Möbeln? Bleiben die drin? Natürlich bleiben die Möbel drin. Das scheint sich ja um ein Missverständnis zu handeln. Sie müssen sich in der Adresse geirrt haben. Was? Nein, ganz und gar nicht. Hier ist die richterliche Anordnung. Darf ich kurz mal sehen? Hier bitte. Sehr geehrter Herr Schulz. Ihre Wohnung wird bis auf Weiteres von der Stadt Hamburg für wohnungssuchende ausländische Mitbürger freigestellt. Bitte? Wie meinen Sie das? Genauso, wie ich es sage. Wo soll das hinführen? Ist doch Zwangsenteignung! Wir sind doch hier nicht in der DDR, ehemalige DDR! Ich verstehe Ihre Erregung, Herr Schulz, aber gegen diesen richterlichen Erlass ist rein rechtlich erstmal nichts einzuwenden. Ach, was heißt denn hier nicht einzuwenden? Man kann doch nicht meine Wohnung beschlagnahmen und irgendwelche fremdländischen Leute da einquartieren. Das ist ja wie bei Adolf. Diese Verfügung basiert auf einem neuen Gesetz der Stadt Hamburg. Ist mir scheißegal, ich weiß von keinem neuen Gesetz der Stadt Hamburg. Das ging doch vor Monaten durch alle Medien. Ich, Wolfgang Schulz, habe noch nie etwas von einem solchen Gesetz gehört. Schluss, Schluss! Sonst hätte ich doch meine Wohnung schon längst teuer verkauft. Unwissenheit schützt leider nicht vor Strafe. Jetzt, wo ich endlich einen Anwalt brauche, ist nicht wahr. Bis Dr. Schmitz aus dem Urlaub zurück ist, haben wir die Sache vom Tisch. Mietrecht ist zwar nicht mein Spezialgebiet, aber ich habe schon eine Idee, wie wir dieses Gesetz umgehen können. Sie sind doch verheiratet, nicht wahr? Wolfgang, das ist doch nicht dein Ernst. Ich soll mit den Kindern in deine alte Wohnung ziehen? Lass doch nur vorübergehen, Mäuschen, bis ich meine alte Wohnung kostengünstig verscherbelt habe. Warum ziehst du da nicht ein? Ach, das geht doch nicht. Meine, so doof sind die auf dem Amt nur auch wieder nicht. Kann er nicht Eigenbedarf anmelden, wenn ich anderen eigenen Wohnraum nutze? Nein, wir sagen einfach, wir hätten uns getrennt. Das glauben die uns doch nie. Ja, was soll er dann machen? Wir haben doch keine Mutter mit zwei so entzückenden Kindern auf die Straße setzen, nicht? Also, Wolfgang, das ist vollkommener Blödsinn. Das nehmen dir nie und nimmer ab. Britta! Du musst mir doch als meine Frau in einer solchen Situation beistehen. Stell dir mal vor, die setzen irgendwelche wildfremden Asylanten in meine Wohnung. Kann ich sie wegschmeißen? Sag mal, was soll das? Wie erziehst du denn deine Kinder hier? Hört ihr jetzt endlich auf! Ja, ich... Du wollen schnelle Marke? Schnelle Marke? Kommen, kommen. Schnelle Marke? Nix warten. Nummer 114, 20 Mark. 130, 10. 152, 5. Was kostet 114? 20. Macht. Ja. Goldene, echte Uhr? Nein, Schatz. Du bist ja süß. Nein, das geht nicht. Ich hab dir gesagt, dass sie diese Woche wiederkommt. Nee, da ist überhaupt keine Zeit. Guten Tag. Sie hat nächste Woche Donnerstag ein Handballspiel. Guten Tag, nehmen Sie doch Platz. Nächste Woche Donnerstag ein Handballspiel. Da haben wir muss ich mal für einen Backmann. Wartest du mal, Herr. Was kann ich für Sie tun? Ich habe einen neuen Wohnsitz. Hauptwohnsitz. Ja, Ihren Ausweis bitte. Ausweis? Ja. Mhm. Geburtsdatum fehlt. Geburtsdatum fehlt? 23.07.38. Unter der Adresse haben Sie ja schon mal gewohnt, Herr Schulz. Hab ich schon mal gewohnt, ja. Und da wollen Sie sich jetzt wieder anmelden? Will ich mich wieder anmelden, ja. Und Eigentümer des Wohnraums sind Sie selbst? Bin ich selber. Und was geschieht mit Ihrer alten Wohnung? Da wohnt jetzt meine Frau mit unseren Kindern. Oh, guten Tag. Guten Tag, Herr Schulz. Interessant? Ja, wir haben uns getrennt, wir leben nicht mehr zusammen. Ich meine, das kommt ja vor, nicht wahr? Das ist ja was Alltägliches. Ja, sowas kommt vor. Leider viel zu oft.
Unter diesen Umständen werden wir einen Teil Ihrer derzeitigen 8-Zimmer-Wohnung abtrennen und mit Wohnungslosen belegen müssen. Bitte? Nach Ihrem Auszug dürften 280 Quadratmeter für eine alleinstehende Frau mit 2 Kindern. Na, die dürften wohl zu großzügig bemessen sein, finden Sie nicht auch? Wenn man mit seinem eigenen Eigentum nicht mehr machen kann, was man will, ja, was will man denn dann noch? Was ist denn das hier für ein scheiß freiheitlicher Rechtsstaat? Deutschland ist nicht mehr so wie früher. Genau, Deutschland nichts mehr ohne Führer. Da setzen sie dir einfach irgendwelche wildfremden Ausländer in deine eigene Wohnung. Ja, und du kannst gar nichts machen? Du kannst gar nichts machen, halt. Neues Gesetz der Freien Hansestadt Hamburg. Frei, ja. Hier. Unglaublich. Ein Espresso? Ja, genau, Erpressung. Nein, willst du nur ein Espresso? Ja, Espresso ist gut, Espresso doppelten. Ich auch. Und willst du ein paar Zigaretten mit? Ja, okay. Tja, Eigentum verpflichtet. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Ja, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Genau so ist es. Eine Scheiße, ja? Aber so weit kommt's noch. Sag mal, warum hast du das nicht geregelt, bevor dieses Gesetz rauskam? Ich hatte doch keinen blassen Schimmer. Jochen hat seine Eigentumswohnung längst unter seiner Verwandten verteilt. Da hättet ihr mich warnen müssen. Als Freunde und Partner. Wer konnte denn ahnen, dass du so blöd bist? Ja, so eine Scheiße, so eine verdammte Kacke. Ich fasse es einfach gar nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Wo leben wir hier eigentlich? In Palermo oder was? Ich sag ja, die Mafia ist unter uns. Was ist los? Sie haben mir das Auto geklaut. Quatsch, wahrscheinlich nur abgeschleppt. Ach was, es stand an der Parkuhr. Klauen die am helllichten Tag das Auto. Da fasst sich doch an den Kopf. In was für einem Land leben wir eigentlich? Diese Frage, die stelle ich aber auch du. Nagelneuer Daimler. Ich habe nicht mal die erste Inspektion. Ach Herrgott, nur jammer doch nicht rum. Die Kiste ist doch versichert. Warst du denn schon bei der Polizei? Ach was, das hat doch eh keinen Sinn. Oh, Scheiße. Das Autotelefon. Ich muss die Karte sperren lassen. Ja, komm, ruf doch an. Ja, ruf doch mal an. Am besten gleich in deinem eigenen Auto. Hör ich auch so ein. Was? Hast du auch Probleme? Ach, hör auf. Ich soll dich mal im eigenen Auto anrufen? Ja, vielleicht ist er zu Hause. Ach, klar, komm, hier, ruf an. So, hier, ich meine, vielleicht ist er im Auto. Das Lachen, ich mach das. Was mache ich, wenn er rangeht? Klingeln. Hallo? Hören Sie, kann es zufällig sein, dass Sie in meinem Wagen sitzen? Wie kommen Sie dazu? Das ist mein Auto. Wo sind Sie? Was haben Sie mit dem Wagen vor? Ja, sind wir da morgen. Was heißt Sie rumfahren? Wann kriege ich es wieder? Was? Ihr wisst behalten. Ihr wisst behalten? Scholz? Wolfgang Scholz! Pass mal auf, ja? Vorne im Manschefach, da müsste noch eine Videokassette von mir liegen. Weiß ich nicht genau. Rosa-rote Knospen oder so ähnlich. Rosa-rot. Einfach bei Supervideo abgeben. Ja, sonst muss ich Nachgebühr bezahlen, das wäre doch ärgerlich. Nicht? Verstehen Sie, ja? Moment, nicht auflegen. Jochen möchte noch mal sprechen. Hören Sie, wie sind Sie überhaupt in das Auto reingekommen? Ich habe eine todsichere Alarmanlage. Was? Ach so, ich verstehe. Ja, wie ist er denn jetzt reingekommen? Ich habe einen Schlüssel stecken lassen. Ihr könnt mir glauben, Leute, ich habe wirklich alles versucht, den Betrieb zu retten, aber... Ihr wisst ja selber, wie die Wirtschaftslage zurzeit aussieht. Und mit den paar Aufträgen, die wir noch hinkriegen, ist wirklich jeden Betrieb aufrechtzuerhalten. Beim besten Willen nicht. Und was ist mit dem Auftrag aus Dresden? Den hat uns eine polnische Firma von der Nese weggeschnappt. Wieso das denn? Wir waren doch irre günstig. Klar waren wir günstig, aber das ist eben freie Marktwirtschaft. Die waren wahrscheinlich noch günstiger als wir. Scheiß Polen. Na. Das kannst du so auch nicht sagen. Das sind genauso tüchtige Leute wie wir auch, ja. Und was soll jetzt aus uns werden, Walter? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ihr müsst euch eine neue Arbeit suchen, genauso wie ich auch. Donnerstag wird der Betrieb dicht gemacht. Das hätte sie mal ein bisschen eher sagen können. Ja, ist ja richtig, was du sagst, aber... Ich dachte, wir kriegen die Kurve noch und kommen über den Berg, ne? Ihr kriegt mich nicht so an, Erika, ich hab's nicht geschafft. Ich weiß, ich hab's nicht geschafft! Ja, und was ist mit deinem Bruder? Der ist doch mit in Harvard, tut er nichts? Nee, ich kann mich schon wieder anhauen. Will ich nicht oder kann ich auch nicht. Das hat was mit Stolz zu tun. Den spricht man uns Ossis ja auch schon ab. Nee, ich hab's nicht geschafft. Tut mir leid. Ja, das Leben ist eben ungerecht und damit müssen wir uns abfinden. Tschüss. Tschüss. Warum hast du mich nicht früher eingeweiht? Das ging nicht, das konnte ich nicht. Ich war zu feige, tut mir leid. Was ist los mit dir? Hast du kein Vertrauen mehr zu mir? Ich hab nicht mehr Vertrauen zu mir selber. Ich schäme mich so, dass das alles so gekommen ist. Ach, Walter. Vor mir doch nicht.
Vielleicht solltest du doch noch mal mit Wolfgang reden. Nee, wirklich, das will ich nicht. Das ist, der Betrieb geht den Bach runter, so oder so. Du bist zu stolz, ihn zu bitten, stimmt's? Ach, dem ist doch scheiße, ja, was aus der Firma wird. Ja, wir laden doch die ganze Zeit nur als Abschreibungsobjekt benutzt. Und wie geht's mit uns weiter? Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Das wird nicht ganz einfach sein. Wird nicht ganz einfach sein, eine neue Arbeit zu finden. Wenn es dir kommt, müssen wir eben das Haus verkaufen und weg von hier. Ja, aber wohin denn, Erika? Mensch, wohin denn? Sag mir doch, wohin! Ist doch überall das Gleiche. Entschuldige bitte. Was auch wird, Walter. Wir haben uns. Wenn wir zusammenhalten, kann nichts passieren. Wie ist das alle bloß so gekommen? Kannst du mir das vielleicht mal sagen? Ich hatte doch nur wirklich alle Chancen. Mach dir bloß keine Vorwürfe. Das ist nicht deine Schuld. Ja, wessen Schuld ist es denn dann? Hast du die Gesichter der Leute gesehen? Die haben mir doch alle vertraut, Mensch, und ich hab's in den Arsch getreten. Aber du doch nicht. Es ging nicht anders. Guck dich doch um. Überall gehen bei uns die Betriebe kaputt. Rezession oder wie das so schön heißt. Von dieser Wiedervereinigung haben sich alle zu viel versprochen. Die Euphorie ist raus. Nee, ich bin eine Pfeife, ich bin wirklich eine Pfeife. Wenn du 40 Jahre lang Befehlsempfänger warst, da, willst du erfolgreichen Betrieb leiten können, kannst du mir das mal sagen? Komm mal her. Nee. Pfeife, bei mir bist du immer noch Chef. Erika, ich brauch dich. Ich brauch dich wirklich. Na, ihr Turteltäubchen. Ich habe den ganzen Tag hier so rumknutscht. Müsst ihr euch nicht wundern, wenn der Betrieb eines Tages den Bach runtergeht, nicht wahr? Wolfgang, das ist eine Überraschung. Ja! Lange nicht gesehen, ob ich wieder kann. Ja! Na, Bruder Herz, immer noch beleidigte Leberwurst. Das hat mit Beleidigtsein ja nichts zu tun. Das hat was mit Stolz zu tun. Warte nur, komm. Stolz. Mit Stolz kannst du dir nichts kaufen. Ich reich dir meine Hand, Bruder Herz. Lass sie lieber da, wo du sie hast. Da kannst du weniger Unheil anrichten. Mensch, wärst du bloß hier in die Uffi gekreuzt. Walter, jetzt gehst du aber wirklich zu weit. Mehr als entschuldigen kann er sich wirklich nicht. Ich hab nicht drum gebeten. Und trotzdem ist er gekommen. Mist, er kann doch sagen, was er will, der ändert sich doch nie. Nun ist aber gut. Gib ihm einen Ruck. Ja, Brüderchen, jetzt gib ihm einen Ruck, ja? Komm, jetzt, komm. Gießt erstmal Shampoos auf die angeschlagene Seele. Gute Idee. Als ob wir einen Grund zu feiern hätten. Du wirst es nicht glauben, aber wir haben einen. Wir kommen alle sauber aus der Geschichte raus. Ja, und der Konkurs, der ist doch nur Nebensache. Ich meine, das zumindest hat mein Steuerberater rausgerechnet, nicht? Nein, das A und O ist, die Grundstücke und die Gebäude gehören mir. Nein, ich meine, die gehören uns. Ja, und wenn der große Aufschwung kommt, den Birne uns versprochen hat, ja, dann können wir alles verkaufen, dann können wir alles verpachten, wie wir Lust und Laune haben. Und ich sage dir, das ist von Anfang an so geplant. Ja, also nicht so im Detail, aber um ehrlich zu sein, ich bin nicht traurig, dass es so gekommen ist. Und wie stehe ich jetzt vor meiner Leute da? Hm? Aber entschuldige bitte, also um die kann ich mich nicht auch noch kümmern. Also dafür ist Norbert Blüm zuständig. Aber für dich habe ich mir schon was sehr Schönes einfallen lassen. Du kommst mit mir nach Hamburg. Nein, ihr kommt mit mir nach Hamburg. Du suchst dir in aller Ruhe einen neuen Job. Habt ihr eventuell schon was im Auge? Gut, aber dich will ich nicht bevormunden. Kannst du auch selbst versuchen. Und solange ihr noch keine Bleibe habt, wohnt ihr alle bei mir in meiner Wohnung. Ja, das ist alles sehr nett von dir, Wolfgang, aber ich meine, wie stellst du dir das vor? Was sollen wir denn in Hamburg? Also das Thema, das hatten wir doch schon. Aber warum denn eigentlich nicht? Ob wir nur hier neu anfangen oder in Hamburg? Das ist doch Jacke wie Hose. Das sage ich doch, das ist Jacke wie Hose. Du könntest das hier alle zu einfach aufheben? Zu mir nichts, dir nichts? Und was passiert mit Doro und Alexander? Doro lebt doch längst ihr eigenes Leben. Und Alexander hat bestimmt nichts dagegen. Du kannst morgen schon in meine alte Wohnung ziehen. Doch extra für dich neu renovieren lassen. Mensch, Wolfgang, das ist richtig lieb von dir, ne? Wie? Hat denn die Firma hier pleite und ich suche mir in Hamburg schon was Neues, ja? Mensch, wo bleibt bloß eure Verantwortung? Ja, dein Verantwortungsgefühl besteht darin, dem untergehenden Schiff zuzusehen, ohne was machen zu können. Das ist wirklich euer Problem. Und das meine ich jetzt bitte ganz ehrlich, ja? Ihr schaut doch immer nur tatenlos zu, wie alles in Schutt und Asche fällt, ohne einen Neuanfang zu wagen. Jawohl.
Prost. Musst du deine Hausaufgaben immer auf die letzte Sekunde machen? Wir hatten gestern auch Training. In Zukunft möchte ich, dass du erst deine Hausaufgaben machst und dann zum Sport gehst. Klar? Klar. Hat Papa sich mit Onkel Wolfgang wieder vertragen? Mhm. Sieht ganz so aus. Hallo, ihr Lieben. Was macht der Kaffee? Der Kleine, der wird ja immer größer. Ja, nicht? Warum bist du schon auf? Du, ich muss um 22:30 in Stettin sein. Ach so. Hm, das sieht doch gut aus. Hm? Sag mal, Erika, pennt Walter noch? Mhm. Sportfreund, ich habe gehört, du machst Karriere. Gerade. Ja. Und wie sieht's mit einer Freundin aus? Nichts Festes. Hm? Die rufen laufend hier an. Mhm. Genau richtig. Man kann nicht früh genug damit anfangen. Sag mal, der Walter ist aber auch ein Sturkopf. Warum will er denn nicht nach Hamburg ziehen? Nach Hamburg? Mhm. Echt geil. Ja, das sag ich doch. Ich möchte euch gerne alle in meiner Nähe wissen. Also ich komme sofort mit. Das ist doch. Du mach erstmal deine Aufgaben. Ja, Erika, was ich fragen wollte, braucht man an der polnischen Grenze immer noch einen Pass? Ich glaube, ein Personalausweis reicht. Mhm. Ist aber dumm, ich habe nur einen Führerschein mitgenommen. Pass mal auf, der hilft alles nichts, da muss mir Walter... Walter sein, Bob. Genau, richtig, ja. Aber komm. Bitte nicht aufwecken. Hm? Ist ja gut, Elfriede, ist ja gut. Fängt das schon wieder an. Nimm du mal das Taxi. Ich habe noch was geschäftlich zu erledigen. Wir sehen uns dann zu Hause. Hm? Hallöchen, Frau Doktor. Tag, Herr Schneeberg. Willkommen in der Freiheit. Danke. Na, ging ja doch schneller, als Sie befürchtet haben. Na, das war lang genug. Ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Danke. Sehr aufmerksam. Ist Seibrich da? Der wartet im Wagen auf Sie. Er möchte hier nicht... Verstehe. Ihm haben Sie übrigens Ihre vorzeitige Entlassung zu verdanken. Er hat sich sehr für Sie eingesetzt. Aha, der weiß schon warum. Wie hat Ihnen denn die Lektüre gefallen? Also vorzüglich. Das Werk könnte ja wirklich von mir sein. Was macht denn Wolf? Was macht Wolfgang jetzt in Polen? Hat er nicht gesagt? Ich komme mittags nicht nach Hause. Ich habe mich noch verabredet. Mensch, du mal mit deiner Weiber jetzt also noch. Und du wirst, nicht? Ich hab AIDS keine Chance. Musst du mir nicht sagen. Wo hast du die Stiefel her? Gekauft. Hm. Dann kannst du mir auch mal sagen, von was? Sag mal, Papa, was ist jetzt eigentlich? Sind wir pleite? Ja, mehr als das. Aber keine Sorge, geht alles wieder bergauf. Ich glaube an dich. Hey, Mann. Das hat er jetzt aber lieb gesagt, was? Das hast du lieb gesagt, mein Sohn, komm hin. Du. Tschüss. Sag mal, warst du beim Friseur? Warst du? Ja. Sag mal, sind noch ein bisschen sehr kurz geschnitten, was? Du zieh dich an, Erwin hat angerufen. Ja? Will gleich vorbeikommen. Ja, wen, was will denn Erwin? Wer nichts wird, wird, wird. Wie meinst du das? Ganz einfach, wir stoßen die Würstchenbude ab und übernehmen eine Kneipe. Genug Zeit habt ihr jetzt, ne? Was haltet ihr davon? Kneipe ist gut. Da werdet ihr beide eure besten Gäste. Nee, nee, das fällt dann flach. Man muss ja die Übersicht behalten. Höchstens nach Feierabend, mein Gläschen. Ja, ja, das kenne ich. Nur sag doch mal. War denn wirklich eine Kneipe? Sag mal, das kommt ein bisschen plötzlich, Mensch. Also, ich dachte, wir machen jetzt ein Würstchen. Vergiss es, die Zeiten sind vorbei. Mit Würstchen ist kein Geschäft mehr zu machen. Stehst du nur die Beine im Bauch. Wir können froh sein, dass wir den Stand noch für einen annehmbaren Preis loskriegen. Ja, also Mensch, das kommt ein bisschen plötzlich. Also, das hab ich nicht. Das hab ich. Also, Erika, nur sagt der Oma wart. Also. Ja. Ja, welche ist es denn überhaupt? Was? Gibt's ja ja nicht, Mann. Die eure Bahnhofskneipe, meinst du bitte zu Hause? Da wäre nie drauf gekommen, was?
Ich hab's selbst nicht glauben wollen, dass ich gehört habe, dass sie verpachtet wird. Du weißt doch, der Laden ist eine Goldgrube. Allein, wenn man bedenkt, wie viel ihr da schon gelassen habt. Eben, und krisensicher. Züge fahren immer, und wenn man mit dem Zug fährt, der trinkt auch ein Bier und isst einen Happen. Also zur Stammkundschaft noch eine Menge Laufkundschaft. Dazu kommen noch Gesellschaften, Hochzeiten, Kindstaufen und der ganze Kram. Wally hat mir erzählt, was da für ein Umsatz läuft. Der ist vierstellig, sag ich euch. Und zwar nicht im Monat, sondern am Tag. Zum Wohl. Zum Wohl. Da seid ihr ja endlich. So. Das sind Sie, Walter und Erika Schulz. Okay. Unsere Kompagnons. Ja, nur langsam, langsam. So schnell schießen die Schulze nicht, du. Ja, Verzeihung, ja. Mit dem Unterschreiben können Sie sich noch etwas Zeit lassen, aber anfangen müssen Sie schon morgen. Wird der morgen anfangen zu arbeiten? Ja, ist das nicht irre? Nee. Wollt ihr was trinken? Nee, lass uns mal lieber gleich zum Beschäftigen kommen. Wollen Sie sich das nur mal in Ruhe durchlesen? Also ich glaube, der ist echt. Gemälde den Stralsund. Er behauptet, sein Zwillingsbruder zu sein und will sich nun in dessen Wohnung anmelden. Das haben wir gleich. Tachchen, mein Name ist... Schulz. Glauben Sie, dass Sie mit diesem lächerlichen Spielchen hier durchkommen? Warte, ich verstehe ja, was Sie meinen. Für wie dumm halten Sie uns eigentlich? Woher haben Sie dieses Dokument? Was, mein Ausweis? Wieso, was ist damit? Meinen Sie, dass wir Ihnen dieses Märchen vom Zwillingsbruder abkaufen? Das ist wirklich irre. Mein Bruder hat schon recht, ja. Sie müssen Frau Zetzmann sein, wa? Der hat hier gesagt, mit Ihnen ist sie gut Kirschen essen. Ja, da hilft nur alles nicht. Ich habe mich hin und her erkundigt. Und die Wohnung von meinem Bruder, die steht mir zu, ja? Weil ich ja nur aus dem Osten bin, nicht? Wissen Sie was, Herr Schulz? Ich finde es skandalös, dass Sie solche Tricks anwenden, um aus Profitgier Ihre Zweitwohnung als Spekulationsobjekt zu behalten. Warte mal langsam, langsam, langsam. Warte, ich verstehe überhaupt kein Wort. Spekulationsobjekt? Das ist rücksichtslos, unsozial und zeigt eine Unverfrorenheit, die mir in meiner gesamten Laufbahn noch nicht untergekommen ist. Aber genau so habe ich mir die Arroganz der Wessis vorgestellt. Ihr versucht uns wirklich mit den miesesten Tricks über den Tisch zu ziehen. Hier, rufen Sie an. Einwohnermeldeamt, Stralsund, 03... 3831, Vorwahl. So weit kommt's noch. Wir haben ja, weiß Gott, wichtigere Dinge zu tun, als uns um ihre Spielchen zu kümmern. Von wohlhabenden Bürgern wie Ihnen erwarten wir mehr Verständnis und Solidarität für unsere Aufgabe, Asylbewerber wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Und jetzt verlassen Sie bitte sofort dieses Büro. Wir haben hier keine Zeit für solche Komödien. Wo ist mein Ausweis? Nicht bevor Sie sich bei mir entschuldigt haben und nicht bevor ich da den Antrag habe. Den kriegen Sie nicht. Sie nicht! Jedenfalls nicht von mir. Außerdem ist es sowieso schon zu spät. Die russische Aussiedlerfamilie ist bereits in ihre Wohnung einquartiert worden. Hat das einquartiert worden? Alles klar, ich sehe dich auf Gamburg. Осторожно, осторожно. Олег! Нет, 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 нет. Аннушка, Олег, возьмите очень легкие вещи. Я тебе помогу. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Петр, захвати ножницы, я не могу веревку развязать. Что? Что? Ножницы. А где они? В чемодане. Да, да, да. Твою мать. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Wer hat Sie denn reingelassen? Wer sind Sie denn überhaupt? Ja, was ist denn hier los? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, da. Mein Name ist Schulz, Wolfgang Schulz. Ich bin der Besitzer dieser Wohnung hier, ja? Sie können hier nicht wohnen bleiben, verdammt nochmal. Das ist ein schwebendes Verfahren, also noch nichts entschieden. Also bitte, ab die Post. Извините, пожалуйста, я не говорю... На вашем языке. Ja, was denn, verstehen Sie kein Deutsch? Nichts verstehen. Ja, Englisch. Do you speak English? К сожалению, нет. Nichts, was? Meine Wohnung hier. Ich wohne hier. Meins. Alles meins. Meins. Чай уже готов. Ja, Kinder, was soll denn das? Не важно. Иди, где ты? Gibt's doch alles gar nicht. Wie viele Kilometer ist bis Tankstelle? Tankstelle ist hier in der Nähe. Treppe runter und dann links. Нет, это не то.
Mir gefällt sehr gut. Mir gefällt sehr gut in Deutschland. Ja, wunderbar, dass in Deutschland gefällt. Deutschland groß, Deutschland schön, wunderbar. Norden, Osten, Süden, Westen, nur nicht im Norden. Norden ist zu voll. Norden ist zu voll. Chai. Tee. Oh, das will Kameraden doch nicht kochen hier. Bitte passen Sie auf den Teppichboden auf. Ja, ich morgen wiederkomme. Papirosso. Papirossi? Nein. Ich morgen wiederkomme. Sie können hier nicht wohnen bleiben. Ist das klar? Ihr nicht bleiben. Also ihr nicht hier in der. Verdammt nochmal, ihr könnt nicht in der Wohnung bleiben, die ist meine! Mir gefällt sehr gut in Deutschland. Trüche Slowenien. Besser stumm als dumm. Also, ich bin immer noch für diese Aufnahme. Darauf wirkt er für mich so entschlossen, so zielstrebig. Hm? Na gut, nehmen wir die. Ich verlasse mich da ganz auf Ihren Geschmack, Frau Dr. Karlbeck. Hm? Laut neuester Wahlanalyse müssen wir in unserer Werbekampagne die weiblichen Wählerstimmen wesentlich stärker berücksichtigen. Dem kann ich nur beipflichten. Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, bin ich von der Idee, Schneeberg mit dieser Position zu besetzen, nicht sonderlich begeistert. Der Mann hat einfach kein Profil. Er ist und bleibt ein Opportunist. Genau aus diesem Grund hat von Hartmann ihn ausgewählt. Wir brauchen jemanden, den wir nach unseren eigenen Vorstellungen lenken können. Ja, so gesehen ist Schneeberg vielleicht auch der Richtige. Das glaube ich auch. Wann werden Sie denn endlich offizielles Mitglied bei uns? Ich? Ich denke, in meiner Position als MdB nütze ich Ihnen wesentlich mehr. Außerdem soll es doch eine Überraschung werden, stimmt's? Das wird es zwangsläufig. Ja? Herr Schulz. Sagen Sie ihm einen Moment, bitte. Sehen wir uns bei von Hartmann? Leider nicht. Da bin ich in Bonn. Fraktionssitzung. Schade. Wiedersehen. Wiedersehen. Na, Erika? Hätte ich je gedacht, dass wir mal zusammen eine Kneipe schmeißen? Wie oft habe ich Walter hier spät nachts rausgeholt? Jetzt stehe ich selber hier drin. Das hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen. Und das ist erst der Anfang. Ich habe heute Morgen mit der Brauerei telefoniert. Wenn wir wollen, können wir für Stralsund und Umgebung den Vertrieb übernehmen. Da beziehen wir das Bier von uns selbst. Da rollt der Rubel erstmal richtig. Hör mal schön auf den Teppich, Erwin. Ja, lass das bloß nicht Walter hören. War schon schwer genug, ihn von dieser Idee zu überzeugen. Wenn das klappen sollte, liebe Frau Dr. Karlbach, da stehe ich wirklich also zutiefst in Ihrer Schuld. Wenn es von Hartmann nicht schafft, dann schafft es niemand. Seine Verbindungen reichen bis in die Senatsspitze. Mit rechtlichen Mitteln kommen wir in Ihrer Sache nicht schnell genug voran. Und die Position halten. Wir sollten uns gar nicht so sehr echauffieren, Herr. Wir selbst sind schuld. Wer hat denn damals diese Leute mit großen Versprechungen ins Land geholt? Tja, aber doch unter ganz anderen Voraussetzungen. Meiner Meinung nach hat die Politik versagt. Deshalb gilt es ja auch, die Politik zu ändern. Und das geht bekanntlich nicht ohne die Hilfe der Wirtschaft. Also sind wir wieder gefragt, meine Herren. Wir müssen den Karren aus dem Dreck ziehen. Aber es geschieht etwas. Und zwar eher, als so mancher denkt. Entschuldigen Sie mich bitte. Guten Tag, Frau Karlberg. Tag. Darf ich Ihnen Herrn Schulz vorstellen? Guten Tag, herzlich. Herzlichen Dank, dass Sie also für Ihre Einladung. Seien Sie willkommen, Herr Schulz. Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben für meine kleinen. Ja, Frau Dr. Karlberg hat mir von Ihrem kleinen Problem erzählt. Ich sehe keinerlei Schwierigkeiten, das schnell aus der Welt zu schaffen. Ich sag ja, es geht nicht über eine gute Verbindung. Kommen Sie hier. Ja.
Ich kann Ihnen leider noch nichts verraten, aber wenn das Buch rauskommt, bekommt jede von Ihnen ein Exemplar mit Autogramm, versteht sich. Stimmt es, dass Sie das Buch im Gefängnis geschrieben haben, Herr Schneeberg? Ein Justizirrtum, ein unglaublicher. Ich habe 9 Monate meines Lebens unschuldig hinter Gittern verbracht. Aber keine Angst, es wird sich bald einiges ändern. Die deutsche Rechtsprechung muss wieder zu dem werden, was sie einmal war, klar und sauber. Der Einspruch gegen die Zwangseinquartierung ist vom Gericht leider abgelehnt worden. Welcher Richter war das? Brentano, kann das sein? Friedrich. Ich werde ihn morgen anrufen und den Fall ansprechen. Das kriegen wir schon wieder hin, Herr Schulz. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, da fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm das für Sie sein muss, fremde Leute in den eigenen 4 Wänden. Eine Zumutung. Ach Gott, ich meine, die Leute können ja gar nichts dafür. Ich meine, es ist nur so wahnsinnig schwierig, sich mit Ihnen zu verständigen. Russen. Ja, Russen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich denen vielleicht eine andere Wohnung suchen sollte. Das ist nun wirklich nicht Ihre Aufgabe, Herr Schulz. Lassen Sie mich das mal mit Richter Brentano klären. Schulz! Alter Pharisäer! Was machen Sie denn hier? Ja, das würde ich Sie gerne fragen wollen, Herr Schneeberg. Sie kennen Sie? Allerdings. Das ist ja vielleicht ein Ding, was? Also Sie hätte ich hier am wenigsten erwartet. Naja. Man wundert sich ja heute über gar nichts mehr. Ja, dieser Satz, der hätte aber auch von mir kommen können. Wie ich höre, hat Walter seine alte Klitsche endlich zumachen müssen. Das gönne ich ihm. Ich habe ihm das schon lange prophezeit. Ja, er hat einfach nicht das Zeug dazu. Keine Führungsqualität, keinen Mumm in den Knochen. Ich habe ja noch eine alte Rechnung mit ihm zu begleichen. Was macht er denn jetzt überhaupt? Das kann ich Ihnen nicht mal genau sagen. Ich glaube, gehört zu haben, dass er in die Gastronomie einsteigen will. Ach, nee. Nee. Das ist ja interessant. Gastronom, ja? Wer nicht wird, wird Wirt, was? Und was machen Sie, wenn ich fragen darf, seit Sie wieder auf freiem Fuß sind? Herr Schneeberg hat ein Buch geschrieben, das demnächst in meinem Verlag erscheint. Und großes Aufsehen erregen wird. Ja, komisch, Aufsehen hat er immer schon erregt. Unser Genosse Günther. Dem fürchterlichen Schneeberg hätte ich also nun wirklich alles zugetraut. Aber dass er ausgerechnet ein Buch schreibt, also... Ich wusste gar nicht, dass er schreiben kann. Zugegeben, er wurde durch uns ein bisschen unterstützt, aber das ist ja heutzutage gang und gäbe. Kommen Sie doch morgen zur Präsentation des Werkes. Vielleicht hat von Hartmann bis dahin schon etwas erreicht. Um Gottes Willen, um was geht's denn bei diesem Machwerk überhaupt? Um Vergangenheitsbewältigung oder will er gar seine Tagebücher veröffentlichen? Nein, es geht um unsere Zukunft und die Zukunft unserer Jugend. Reaktion 2, Mut 1, Technik 2, Ausdauer 1. Das ist eine Gesamtnote von 1,5. Wir sind sehr stolz auf dich, Alex. Für unseren Kameraden ein dreifaches Sieg. Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Ja, komm, Daniel!
mit dem Mittagessen auf dich und du stehst hier rum. Wir haben noch Training gehabt. Du hättest doch wenigstens anrufen können. Vergessen. Was sind denn das für Leute? Die sind aus dem Verein. Und was sind denn hier? Das ist nicht meiner. Der sieht ja furchtbar aus. Du, pass auf. Ich muss jetzt in die Gaststätte. Wenn du was essen willst, musst du mitkommen. Zu Hause ist nichts. Nee, ich bleib noch hier. Aber Schularbeiten werden nicht erst morgen früh gemacht. Nee. Und mach das Ding da ab. Algo was? Algometerizin? Um Himmels Willen, wer hat sich denn das ausgedacht? Das haben die Kunden auch schon gefragt. Aber er besteht drauf, dass der Name bleibt. Das schluckt der Verbraucher nie. Keine Chance. Sag mal, Kind, hat das von euch schon jemand probiert? Ja, er nimmt es schon. Ach so, ja. Aber das ist ja fürchterlich. Für was soll denn der Scheiß gut sein? Ach, er nimmt schon die ganze Woche. Es tut sich nichts. Nicht mal die Nebenwirkung habe ich gekriegt. Guten Tag, Herr Schulz. Entschuldigen Sie bitte, störe ich? Ja, ich fürchte, das muss für mich sein. Ja, komm, raus. Ich bin gleich wieder da, ja? Komm, raus. Was machen wir? Ja, hallo? Ah, Sie sind's wieder. Augenblick, Moment. Dein Autodieb nochmal. Typ hat ja Nerven. Ja, was gibt's denn schon wieder? Was? Der Knopf für die Klimaanlage ist der kleine mit dem Sternchen, gleich über der Lüftung. Nicht zu danken, bitteschön. Ich brauche keinen Hausmeister, ich brauche keinen Gärtner und einen Chauffeur brauche ich schon gar nichts. Ich könnte für Sie als Bodyguard arbeiten. Ich bin viel kräftiger, als ich aussehe. Das Einzige, was Sie wirklich für mich tun können, ist aus meiner Wohnung ausziehen. Was? Aber wo sollen wir hin? Ja, das weiß ich doch. Sagen Sie mal, Sie sprechen ja Deutsch. Ja, natürlich. Alia Kanuska, перестаньте. Это не площадка для игр. Ich spreche sehr gut Deutsch. Wenn Sie irgendeine Arbeit in der Richtung haben, Korrespondenzen, Übersetzungen, Schreibarbeiten. Ich war Deutschlehrer in Novgorod. Aber warum haben Sie die ganze Zeit mit mir Russisch gesprochen? Sie waren so aufgebracht. Da dachte ich mir, besser auf keine Diskussionen einlassen. Ja, typisch russische Verhandlungstaktik. Lieber Herr Piotr, ich habe wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Sie aus meiner Wohnung herauszubekommen. Das kann ich mir denken. Wenn ich eine Arbeit hätte, könnte ich mir eine andere Wohnung besorgen. Aber so... Aber das ist doch nicht mein Problem. Gehen Sie zum Sozialamt oder gehen Sie zu Frau Zetzmann oder was weiß ich. Schauen Sie mal, ich habe doch nicht wirklich... Ich habe wirklich andere Sorgen. Lieber Piotr, schauen Sie mal, ich zahle wirklich den allerhöchsten Steuersatz, ohne Widerspruch. Und ich glaube, damit habe ich meine Pflicht als deutscher Staatsbürger also mehr als übererfüllt. Sie verstehen? Also, gut vor. Tschüss. Langsam. Halt das Glas ein bisschen schräger. Nie zu schräg. Nie so voll. Och, hier ist der Eichstrich, wenn man auch was verdient. Ja, ist ja gut, also saufen ist einfacher. Wem sagst du das? Drei Pils, zwei Cola, zwei Korn und ein Weinbrand. Was machen die Carbonaden? Schon fertig. Danke. Können Sie irgendwas helfen? Nee, kann ich nicht. Schlecht, dann macht ihr gerade einen Kurs. Na? Wie fühlst du dich als Kneifier? Na, ich muss ja sagen, du Jastel ist einfacher. So kann man es auch sehen. Aber im Ernst, wir haben auch wieder Glück im Unglück gehabt, meinst du nicht auch? Na, no, ich weiß nicht, du, Alter. Ich habe in der Kneipe lieber gesoffen als bedient. Nee, Walter, das war schon richtig so. Erika, wir haben 5-Jahres-Vertrag. Weißt du, was das bedeutet? 5 Jahre Dauersaufen. Nee, du, und wenn der Laden nicht läuft, können wir nur noch laufen. Walter, Erwin ist ganz sicher, dass wir spätestens im halben Jahr... Hör auf mit Erwin. Erwin hat einen Knall, ja? Erwin ist ein Daueroptimist. Hey. Was ist los mit dir? So kenne ich dich gar nicht. Das ist pessimistisch. Oder wärst du lieber nach Hamburg? Gottes Willen. Das ist eine Welt, du. Hier sind wir doch nur Menschen. Oder werden uns solche behandelt? Nee, du, der Westen ist für mich immer noch wie auslandet. Oh Gott, du bist die Schauer. Wann haben wir die Zähne aus dem Mund, du? Oh. Walter, ich glaube, du solltest mal mit Alexander reden. Wieso? Ich denke, das ist jetzt besser in der Schule. Es geht nicht um die Schule. Der Junge hat sich irgendwie verändert. Der ist mit Leuten zusammen, die mir nicht gefallen. Thank you.
Sie, was passiert? Nee, nee, ist alles klar. Scheiße, Mann. Guten Abend, Herr Schulz. Guten Abend. Was machen Sie denn hier? Ich passe auf Ihre Kinder auf. Wieso passen Sie auf meine Kinder auf? Ihre Frau hat meinem Mann erzählt, dass Sie eine Babysitter suchen. Und da bin ich. Ja. Britta! Wenn es dir nicht passt, musst du heute Abend bei den Kindern bleiben. Ich gehe mit Yvonne und Bärbel zur Lichterkette. Aber kann man das vielleicht ein paar Takte früher erfahren, ja? Wir wollten doch gemeinsam zur Lichterkette. Nur gemeinsam können wir doch was erreichen. Gemeinsam sind wir stark. Ja, deswegen habe ich uns ja auch einen Babysitter bestellt. Ich habe doch nicht diese Person. Wo ist denn unsere liebe alte Frau Engler? Die konnte nicht. Ich bin froh, dass Irina Zeit hatte. Außerdem ist sie ausgebildete Kindergärtnerin. Ja, aber die ist doch Russin. Na und? Also, verstehe dich nicht. Versuche wirklich mit allen Mitteln, sie aus meiner Wohnung herauszuklagen und du schleppst sie mir wieder ins Haus. Ich habe sie dir nicht ins Haus geschleppt. Ihr Mann war hier und hat gefragt, ob wir nicht Arbeit für sie hätten. Ja, aber das ist doch nicht meine Aufgabe. Dafür gibt es ein Arbeitsamt, das von meinen Steuergeldern finanziert wird. Wolfgang, ich glaube, du hast einen Knall. Britta, Britta, wir können doch unsere kleinen Kinder nicht von irgendwelchen Leuten überwachen lassen. Bitte, sei vernünftig. Weißt du was? Frau Engler hat auch mal als Fremde bei uns angefangen. Aber Frau Engler ist eine Deutsche! Jawohl, Heil Hitler! Britta! Britta, ich glaube, hier muss was geklärt werden, ja? Ja, und wo sind jetzt meine Kerzen für die Lichterkette? Was ist bloß los mit diesem Land? Wie kann sowas passieren, Mensch? Wie ist das möglich? Ich weiß es nicht, Walter. Ich weiß es nicht. Ich war da früher nicht so. Das Einzige, was die DDR wirklich geschafft hat, Mensch, sie hat diesen Faschisten hier einen Raum zum Atmen gegeben. Nur sind wir erledigt. Nur sind wir wirklich erledigt. Wir werden eine Anzeige gegen Unbekannt aufnehmen. Die sind nicht unbekannt. Die kennen Sie genauso gut wie Icke. Was passiert denn jetzt mit diesen Brüdern? Erstmal müssen wir sie haben. Wie viele waren es nochmal? Drei oder vier? Viere, glaube ich. Viere waren. Und das Kennzeichen haben Sie nicht erkannt. Nee, das habe ich nicht erkennen können. Verdammt nochmal! Was denn noch alles? Ich verstehe das nicht. Was wollten die hier? Ausländer haben Sie nicht beschäftigt, oder? Nee, wieso? Was hat denn damit zu tun? Na, dann könnte ich es verstehen. Sag mal, die haben hier denselben Spruch doch wie diese faschistoiden Arschlöcher. Komm raus aus meiner Kneipe, komm. Was? Hau ab, Junge, komm. Ich kann keine Bullen mehr sehen. Schulz, was soll das? Aus, Bede! Hau ab! Aber ganz schnell, ja! Raus, sag ich! Raus! Und zwar alle. Die Ausländer werden von Kapitalisten missbraucht und nehmen uns dadurch die Arbeitsplätze weg. Wir müssen die Ausländer abschieben, um die Kapitalisten zu treffen. Wir können doch keine ausländischen Ärzte ausbilden, solange nicht unsere Studenten, und zwar alle, einen Studienplatz haben. Ich kann Ihnen sagen, wo der Hund begraben ist. Der deutsche Drückeberger. Der deutsche Drückeberger ist aufgefordert, zuzubeißen wie der deutsche Schäferhund. Wer nicht allein begreift, was ein Deutscher ist, dem muss es mit Gewalt beigebracht werden. Bundesrepublik und nicht mehr DDR. Unser Vaterland heißt jetzt Deutschland. Oh!
den Doppelten bitte, ja? Doppelten was? Doppelten, Doppelten, nein, Doppelten. Ich danke Ihnen. Ein Kaffee bitte. Ha! Das ist ja grauenvoll. Entschuldigen Sie, ich muss dringend was trinken. Sie finden noch nicht den richtigen Zugang zu unserem Programm. Habe ich recht, Herr Schulz? Ja, nein, gut, wie soll ich sagen, sagen wir mal, es ist alles ein bisschen grob gestrichen. Ich meine, und diese Sprüche, die kommen ja alle irgendwie bekannt vor, nicht? Wenn Ihnen das zu radikal erscheint, so müssen Sie bedenken, dass Günther Schneeberg lediglich die lautstarke Vorhut unserer Partei ist. Für Leute wie Sie und ich ist da nicht gedacht. Schneeberg überzeugt den einfachen Wähler und den brauchen wir. Ja, ich wundere mich auch nur, wie schnell das alles geht. Ich kenne diesen Schneeberg noch, der hat aber genau das Gegenteil erzählt. Das mag sein, aber seien Sie versichert, dass die Politik, die Schneeberg jetzt vertritt, von Leuten gemacht wird, die wirklich etwas davon verstehen. Ja, gut, aber wo sind denn die Leute? Ja, die halten sich noch bewusst im Hintergrund und werden schon zu gegebener Zeit... Guten Abend. Herr von Hartmann, wer sind Sie hier? Wir stecken im Stau. Wie läuft's? Er kommt prima an. Ich habe gute Nachrichten für Sie, Herr Schulz. Ich habe mit Richter Brentano gesprochen. Die Verfügung wird aufgehoben. Nächste Woche können Sie wieder in Ihre Wohnung. Ach, das ist ja, was soll ich sagen? Ich meine, das ist ja Blitzkrieg. Leute wie wir müssen doch zusammenhalten. Was passiert denn jetzt mit der russischen Familie? Keine Ahnung. Container, so viel ich weiß. Bitte Container? Was trinkt man denn hier? Dreimal davon. Für mich nicht, danke. Sagen Sie mal, was passiert eigentlich mit den Räumen der in Konkurs gegangenen Schulz und Schulz GmbH in Stralsund? Können wir die mieten? Ja, aber selbstverständlich nicht. Einfacher als das. Was haben Sie denn vor? Wir beabsichtigen, in der Region eine Versandfirma anzusiedeln. Ja, ist ja großartig. Ich meine, dafür sind die Räume geradezu ideal. Wie sieht's denn mit dem Preis aus? Aber ich bitte Sie, da werden wir uns doch handelseinig werden. Eine Hand wäscht die andere und beide bleiben sie dreckig. Das sollte ein kleiner Scherz sein. Kann man wohl sagen. Ja. Kommen Sie. Schauen wir dem Volk aufs Maul. Ja, schauen wir dem Volk aufs Maul. Siehst du die 45er da? Das ist ein Nachbau, weißt du? 8 mm. Ein CS-Gas reintust. Wenn du jetzt direkt vom Gesicht abdrücken würdest, würde nichts mehr übrig bleiben. Unkenntlich. Ist geil. Dafür brauchst du auch einen Waffenschein, oder? Nee. Brauchst keinen Waffenschein für, ist ab 18. Und wie willst du die bezahlen? Gespart. Guten Tag, Herr Schulz. Herr von Hartmann erwartet Sie schon. Ach, das ist aber schön. Ich glaube, ich bin pünktlich, nicht? Was darf ich Ihnen anbieten? Whisky, Cognac, Champagner? Ach, vielleicht einen kleinen Cognac, wenn ich bitten dürfte. Na, Herr Schulz, wie sieht's aus? Haben Sie sich mein Angebot überlegt? Bitte? Danke, Jan. Ach, Sie bringen mich da ein bisschen in, wie soll ich sagen, ein bisschen in Schwierigkeiten, Herr von Hartmann. Schwierigkeiten? Ja, also wenn ich die Wahlkampagne für die Vereinigte Deutsche Rechte übernehme, ach Gott, ja, dann könnte es sein, dass ich wirklich einen Gutteil meiner besten Kunden verliere. Im Gegenteil. Sie werden ein paar sehr gute Kunden hinzugewinnen. Ich stehe doch nicht allein für diese Idee. Wir haben Partner in Industrie und Handel, die diese Lücke leicht ausfüllen werden. Auf Ihre Ruhe. Ja, auf Ihre Ruhe. Gutes Gelingen. Aber Ihre politische Linie ist nicht meine politische Linie. Und wenn ich da an unseren Freund Günther Schneeberg denke... Das sind doch nur Äußerlichkeiten. Und was Ihre Linie betrifft, haben Sie nicht 89 mit dem Ex-SED-Ministerialdirigenten und heutigen Bundestagsabgeordneten Seibt eine Kampagne für die in den letzten Zügen liegende DDR-Regierung gemacht? Alle Achtung. Sie sind hier wirklich glänzend informiert. Wirklich glänzend informiert. Ich weiß gerne Bescheid über die Leute, mit denen ich zu tun habe. Damit es keine bösen Überraschungen gibt. Ja, oh, ja, auf gutes Gelingen, wie gesagt. Selbst wenn wir richtig versichert gewesen wären, das hätte keiner bezahlt. Das ist Vandalismus.
Weil Vandalismus zahlen die keinen Pfennig. Ach, dann ist doch jetzt alles nicht mehr. 50.000 Mille. Wo willst du jetzt 50.000 Mille herkriegen, Mensch? Ich hab hier nicht mehr Wirtschaftsgeld für meine Familie. Mach dir keine Sorgen, weil da wird alles schon wieder. Es gibt immer einen Weg. Du, dein Zweckoptimismus, der geht mir jetzt langsam auf den Wecker, ja? Sag mal, wo kommst denn du her? Ich war noch im Club. Du solltest um 12:30 hier sein. Mann, wie siehst du denn überhaupt aus? Wieso? Du siehst ja schon aus wie die bescheuerten Glatzen. Was soll ich denn hier machen? Wo hast du die Jacke her, du? Gekauft, was ist nun? Soll ich helfen oder nicht? Du musst sowieso nachher noch weg. Du bleibst so lange hier, solange ich dir das sage, ist dir klar? Ich habe auch noch Sport. Sport fällt aus wegen Renovierung. Ach, scheiße, Mann. Du geh jetzt rin, du sonst... Ja, also, komm. Was ist bloß mit der heutigen Jugend los, du? Das ist die Pubertät, Walter. Du, die hat sich bei mir aber ganz anders ausgewirkt. Ich hatte Pickel im Gesicht und nicht in der Birne. Kannst mal sehen, selbst die Pubertät ist nicht mehr das, was sie mal war. Was? Deine Sprüche möchte ich auch. Das hat sich alles sehr verändert. Also von großer Liebe kann man wirklich nicht mehr sprechen. Ich überlege ernsthaft, ob ich mir nicht einen Liebhaber suche. Britta, red doch keinen Blödsinn. Doch, vielleicht wacht er dann endlich auf. Sag mal, was ist denn los mit ihm? Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht steckt er in der Midlife-Crisis oder die Geschäfte laufen nicht so gut. Ich habe keine Ahnung. Dann habe ich mir einen denkbar günstigen Zeitpunkt ausgesucht, um ihn anzupumpen. So schlimm ist es auch wieder nicht. Ich bin sicher, Wolfgang leiht euch das Geld. Du, aber Walter darf auf keinen Fall was davon erfahren. Natürlich nicht. Also ich kann das immer noch nicht glauben. Brennt ihr euch das Restaurant ab? Hm. Na, sowas wäre in Hamburg nicht passiert. Sei froh. Dresden? Silke ist nach Dresden gefahren? Ja, das ist ihre Tante. Die hat mal wieder Wasser in der Beine und kann ich alleine einkaufen. Die geht schon wieder das. Komisch. Ali hat mir doch erzählt, dass... Erwin! Ja, Mäuschen? Kannst du mir mal einen Moment helfen? Hm? Sekunde! Ja, ja, was hast du mir erzählt? Na ja, das ist irre. Erwin! Ja, bitte. Mäuschen, komm ja schon. Ja, noch warte nur. Ja, gleich. Mal ausschütten. Okay, doki, Mäuschen. Sag mal, bist du denn wahnsinnig geworden? Walter darf doch nicht wissen, dass sie in Hamburg ist. Ach du Scheiße. Papa, ich muss jetzt los. Und ich hab gesagt, du bleibst hier, Sport fällt aus. Der ist sowieso schon vorbei. Sag wo. Ich muss noch woanders hin. Wohin, wenn ich fahren darf? Wir trennen uns immer anschließen. Wer ist wir? Unsere Gruppe. Ja, Gruppe. Gruppe klingt schon beschissen. Was ist denn das? Nichts, das ist meins. Ja, schlimm genug. Von wem hast du das? Geschenk gekriegt. Von wem? Von dem Freund. Was für ein Freund? Kennst du nicht. Kannst mir vielleicht auch mal eine vernünftige Antwort geben, ja? Ist ja gut. Nicht, ist gut! Ich verbiete dir ein für alle Mal, dich mit diesem rechten Gesock zu treffen, ja? Und das hat dir deine Mutter auch schon gesagt. Sonst könnte ich vielleicht auf den Gedanken kommen, dass deine Kumpels hier die Kneipe abgefackelt haben, was? Damit haben wir nichts zu tun. Das waren eher diese Kanaken aus dem Asylantenheim. Die machen doch jetzt ihre Rachefeldzüge. Hört, hört, hört. Was denn für Kanaken? Sag mal, wie redest du denn überhaupt? Ja, ist doch wahr! Die sind doch schuld, dass Deutschland den Bach runtergeht. Denen haben wir es doch zu verdanken, dass wir arbeitslos werden. Dieses scheiß Ausländergesocks. Ich hasse dich. Er bietet uns den gesamten Werbeetat der Hartmann-Gruppe an. Das sind Printmedien und Plakate. Also mehr als 15 Millionen Umsatz im Jahr. Ich finde, das ist besser als mit dem dreckigen Stock ins Auge. Keine Frage, der Mann ist unser. Mal schauen, was mein Wizard dazu sagt. A ghost from the past says excellent possibilities. Excellent possibility. Jetzt hör doch mal mit diesem Kinderkram auf und lass uns ernsthaft drüber reden. Sind ihr vom wilden Affen gebissen oder was? Diese Hartmann-Gruppe ist ein total rechter Laden. Naja, zugegeben, das ist ein Problemchen. Wo ist da ein Problem? Ach, sind denn ernst, Jochen? Das ist doch scheiße. Irgendwo muss doch eine Grenze sein. Ja, na, also Hartmann hat eine 2 Dutzend Zeitungen, ist an 2 Sendern beteiligt. Also, ich meine, der Mann macht Meinung. Wenn wir es nicht machen, macht's ein anderer. Richtig. Also, da muss ich ihm recht geben. Okay, dann macht mal. Ohne mich. Roger, du kommst... Kinder, das ist ein vernünftig Menschenskind. Denkt mal doch mal nach. Diese Blindgänger, die sind in 2, 3 Jahren von der Bildfläche verschwunden. Und ich finde, wir sollten sie melden, solange sie noch warm sind. Ja. Schulz? Was wollen Sie denn schon wieder? Ja, haben Sie an meine Videokassette gedacht? Ja, da muss ich ja doch Nachgebühr bezahlen. Bitte was? Na, das glaube ich. Ja, ist ja gut, ich sag's Ihnen. Auf Ihre Verantwortung. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst hören? Schieß los.
Du kannst dein Auto wieder haben. Ist er also doch zur Vernunft gekommen? Leider ist es einen halben Meter kürzer. Herein! Würden Sie uns bitte Ihr Buch signieren? Na klar doch. Schon gelesen? Zweimal. Tja, wer Schneeberg nicht kennt, der hat's Leben verpennt. Wir sind schon so gespannt auf Ihre Rede. Endlich mal einer, der sich traut, die Wahrheit zu sagen. Klasse, weiter so. Also unsere Stimmen haben Sie. Wer ihn kennt, der rennt. Danke. Na, Seibt? Erstaunen Sie, was? Wie die Menschen mich lieben. Ja, erstaunlich. So seien Sie mal nicht neidisch, jedem das Seine. Hier ist Ihre Rede für Hannover. Mhm. Können Sie wieder mitnehmen. In Zukunft schreibe ich meine Reden selber. Wie bitte? Ja, so ist es. Der Lehrling überflügelt den Meister. Ich denke, damit wird von Hartmann nicht einverstanden sein, dass man das abgesprochen hat. Was heißt denn hier abgesprochen? Laut demoskopischen Untersuchungen kann ich bei den nächsten Wahlen mit 15% rechnen. Da lasse ich mir von euch doch nicht vorschreiben, was ich zu sagen habe und was nicht. Ich brauche dich nicht mehr, Seibt. Ich brauche bald niemanden mehr. Wegtreten. Alle Achtung, du Mensch, Hut ab. So viele Geld in so kurzer Zeit, Mensch, toll. Welche Sparkasse hast du da kurz mal hergemacht? Betriebsgeheimnis. Aber 50.000 Mark kann man doch nicht so einfach unter einer Matratze liegen, wa? Und wenn doch? Ja, du, dann hast du mich beim Würstchenstand über den Tisch gezogen. Walter, ich hoffe, das war nur ein Spaß. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Dann sag mir, woher du das Geld hast. Frag mich nicht, ich kann's dir nicht sagen. Auf Erwin kann man sich eben verlassen. Kinder, kommt. Wir müssen noch nach den Bänken gucken. Wo gibst du denn hier? Ich frag mal. Walter, versprichst du mir heute Abend mit Alexander zu reden? Es geht doch nicht, dass wir euch seit Tagen aus dem Weg gehen. Wenn die Wege verschieden sind, bitte soll er kommen. Jetzt gib du mal nach. Es war auch nicht richtig, ihm gleich eine zu kleben. Erika, ich hab als Kind auch mal ein paar geknallt gekriegt, ja? Und es hat nichts geschadet. Ich hab als Jugendlicher keine rechten Parolen in den Mund genommen. Nicht? Der Junge, der weiß doch gar nicht, was er da quatscht. Eben, deswegen red mal mit ihm. Der Junge braucht dich, Walter. Hey, was? Komm mal schnell her. Beeilt euch! Was ist los mit unserer Jugend? Warum hat sie keine Ideale mehr, keine Perspektiven? Ich will Ihnen sagen, warum. Weil unser Land von ausländischen Kriminellen verseucht ist, die selbst vor Schulkindern nicht zurückschrecken und sie zum Drogenkonsum verführen. Mensch, das Kind ist ein Arschloch, was? Das sind doch wirklich nicht nur die Ausländer. Natürlich. Wächst in Deutschland Heroin oder Kokain? Nein. Na also. Die VDR fordert lebenslange Haftstrafen für diese Verbrecher. Sie sind Mörder auf Raten. Also, Herr Schneeberg, ich muss schon sagen, Sie vermitteln hier einen nahezu unglaublichen Eindruck. Wollen Sie den wirklich so stehen lassen? Also, hinter mir steht ein Großteil der Bevölkerung. Ja? Und die Menschen, die jetzt zuschauen, die wollen Antworten auf ihre Fragen. Und diese Antworten, die stehen hier drin. Ich denke, der sitzt im Knast. Ja, scheiße, schwimmt immer oben. Politische und gesellschaftliche Verantwortung für dieses Land zu übernehmen. Danke. Herr Schneeberg, bitte noch eine Frage. Lassen Sie das, ist nicht nötig. Lassen Sie das. Danke für alles. Piotr, Sie müssen mich da verstehen. Sie würden auch in meiner Situation genauso handeln. Stellen Sie sich mal vor, ich käme in Ihre Heimat, würde plötzlich in Ihre Wohnung einquartiert. Ich meine, würden Sie auch einen Glauben an Gott verlieren, nicht wahr? Ich habe keine Heimat mehr. Ja, aber dafür bin ich ausnahmsweise mal nicht verantwortlich, nicht? Leben Sie wohl. Nein, nein, Moment, 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 Moment. Hier, einfach so, hier, für die Übergangszeit. Eins, zwei, drei, ach Gott. So, hier, bitte. Steh mal dann in der Wirt. Ja, die Maschine. Scotty, Scotty. Unsere Fäuste hat. Hör auf! Hey, was soll das? Du gibst zu, er soll sich immer ein bisschen nahe. Vorne an Eingang, okay? Und für dich, mein Sohn. Lehrstunde zum ersten Mal, alles klar? Was habt ihr denn vor? Frag nicht so dumm.
Wo kommst du denn her? Aus scheiß Afrika oder was? Hä? Aus Ghana? Immer zurück in deinen scheiß Dschungel zu deinem Pack, du Mensch! Hä? Ich bin Deutsche. Was, bist du Deutsche? Haben sie dich vollgeschissen bei der Geburt oder was? Hä? Hä? Haben Afrikaner keinen Mumm zu sprechen oder was? Du stinkst, du bist dreckig. Hä? Ich rede mit dir gerade scheiße oder was? Du sollst meinen Ausweis. Muss ich gucken? In einem Ausweis? Was für ein Ausweis? Mensch, Kalle, hör auf! Hol dein verdammtes Maul, alles klar? Geh nicht hin, du Schatz. Geh nicht hin. Sie hat wirklich einen Ausweis. Was bist du eigentlich, hä? Gib mir dein Messer. Das ist ein Ausweis haben, ne? Muss man einen richtigen deutschen Ausweis haben, oder was? Das ist mein Geiz, ich muss auch noch was sein, dein Scheiß, den ich jemals gehabt habe, verstehst du? Ich hab das ganz sex gelassen. Erika? Kannst du mal bitte kommen? Was ist denn? Hier steht, dass ich als Halter unseres Fahrzeuges falsch geparkt habe. 17.05. Ja und? Was kostet's? 40 Mark. Mist. Ja, finde ich auch. Weil ich das ja nicht war. Was, ich? Ja, also ich war nicht in Hamburg am 17.05. 14.30 Uhr. Alsterufer 24 war ich nicht. Walter, kann dir das erklären? Muss mir ja nicht erklären. Du warst bei Wolfgang, hast dir 50.000 Mark gebraucht. Erika, das finde ich nicht gut. Finde ich wirklich nicht gut. Nicht nur, weil du es hinter meinen Rücken gemacht hast, sondern weil du es überhaupt gemacht hast. Aber was hätten wir denn machen sollen? Den ganzen schönen Plan aufgeben. Bloß um deinen Stolz nicht zu verletzen, was? Kannst du mir vielleicht mal sagen, wie ich jetzt dastehe, ja? Erst lehne ich großkotzig seine Hilfe ab, dann kommst du und holst dir die 50.000 Mark. Toll. Das war eine völlig neue Situation. Mit diesen schwachsinnigen Skinheads konnte doch keiner rechnen. Das ist mir auch nicht leicht gefallen, das kannst du mir glauben. Aber wir hatten keine andere Wahl. Erika, den Strafzettel zahlst du, ist klar? Guten Abend, junger Mann. Der heult. Alexander, mach die Tür auf. Nein! Komm, Kleiner, mach die Tür auf, bitte. Ich will allein sein. Kannst ja auch gleich wieder. Aber erst will ich mit dir reden. Komm, mach auf. Nein, ich will aber nicht. Mensch, lass mich doch nicht so dämlich hier vor der Tür stehen. Wir reden ein paar Takte, ist die Sache in Ordnung, ja? Papa, ich habe großen Blödsinn gemacht. Kein Blödsinn kann so groß sein, dass man nicht wieder hinbiegen kann. Nun komm mal auf, Jan, bitte. Ich wusste ja nicht, was ich vorhatte. Ich rufe jetzt die Polizei, ja. Und du wirst wahrscheinlich als Zeuge vernommen werden müssen. Muss ich jetzt ins Gefängnis, Papa? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube nicht, wenn du mir die Wahrheit gesagt hast. Aber deine Kumpels werden, so Gott will, für eine Weile aus dem Verkehr gezogen. Ich wollte das wirklich nicht. Ich schwör's. Glaube ich dir so, ja. Diese Arschlöcher. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich bei denen nie mitgemacht. Diese Schweine. Ich
in der letzten Zeit ein bisschen viel um die Ohren. Und deswegen sind wir uns auch in der letzten Zeit ein bisschen wenig über den Weg gelaufen. Aber ich nehme mir jetzt einfach mehr Zeit für dich. Mensch, wir müssen doch zusammenhalten, wir sind doch eh ein paar Schuhe. Als ich so alt war wie du, da bin ich Fähnchen schwingt am 1. Mai als junger Pionier da von den ganzen Betonköppen langgelatscht und irgendwelche dämlichen Parolen gegrölt. Ich habe leider viel zu spät gemerkt, was das alles für ein Quatsch war. Ja. Der Chef von Sianza, Olle Erich, der sitzt jetzt in Chile immer noch mit der Faust über dem Kopf und hat nichts begriffen, hat wirklich nichts begriffen. Und das ist das Schlimme. Ach so, ja, was ich sagen wollte. Lass dich nicht von irgendwelchen Arschlöchern bequatschen, nur weil sie lauter schreien können als die anderen. Bilde dir dein eigenes Urteil. Hör auf dich selber. Dann liegst du immer richtig. Okay. Ja. Ja, völlig richtig. Ja, völlig richtig, was Sie da sagen, Herr. Jumatano. Ja. Es ist immer wie ein kleiner Tod. Ja, man wächst eben im Laufe des Lebens zusammen. Wie in einer alten Ehe. Ja, aber man muss natürlich auch die Größe haben, sich von etwas trennen zu können, ja? Ja, keine Sorge, Sie bekommen die Wohnung. 40.000 der Quadratmeter. Ja, 200.000 schwarz. Wegen, ja. Ritter! Hier wegen des Finanzamts haben wir alles besprochen, ja? Ich erwarte Sie dann morgen in meinem Büro zur Vertragsunterschrift. Ja, ich grüße Sie, Herr Jumatano. Ritter! Ritter! Britta, sei doch vernünftig! Britta! Britta, ich kann doch den Leuten die Wohnung nicht überlassen, bloß weil die Frau eine gute Babysitterin ist! Britta! Also gut, ich fahre zu ihr hin und frage sie, ob sie weiter bei uns babysitten will. Für den doppelten Lohn. Doppelten Lohn ist ja ein Wahnsinn. Aber mir ist da Gutmütigkeit aus mir nicht rauszuholen, ist das klar, ja?
Jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren, 18.23 Uhr. Hier ist die erste Hochrechnung. Mit Gewissheit lässt sich jetzt sagen, die bisher im Bundestag vertretenen Parteien haben große, teilweise erdrutschartige Verluste hinnehmen müssen. Gewissheit haben wir aber auch. Die Vereinigte Deutsche Rechte hat gewaltige Gewinne gemacht. Und so sieht das Ergebnis aus. Vielleicht können wir es auf dem, hier ist es, auf dem Monitor schon zeigen. CDU 34,4%, immer noch stärkste Partei. SPD 30,8%, FDP 8,5%. Die Grünen haben hauchdünn als einzige etwas zugelegt, 6,5%. Die PDS mit 2,5% ist nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten. Und wie gesagt, die Vereinigte Deutsche Rechte, großer Gewinner, 15,5%, ist jetzt die drittstärkste Kraft im Deutschen Bundestag. Jetzt hält mich keiner mehr auf. Heute gehören uns 15,5%. Und morgen? Für die FDP 68, die Grünen 43 und für die Vereinigte Deutsche Rechte 124 Sitze. Wenn man dieses Ergebnis zusammenrechnet, ist alles klar. CDU, CSU und FDP, die bisherige Regierungskoalition, zusammen nur noch auf 200. Nein, ich wollte mich nur erkunden, wie es der kleinen Anuschka geht. Ach, wirklich? Das ist ja schön. Und wann glauben Sie, kann sie das Krankenhaus verlassen? Am Montag. Also am Montag nächster Woche. Ja, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Wiedersehen. Das ist schön. Das ist gesund. Gesund am Montag. Am Montag können Sie raus. Der Bonner Parteien herrscht große Bestürzung über den Erfolg der Vereinigten Deutsche Rechte. Der Bundeskanzler Helmut Kohl ist immer noch nicht erschienen. Er hat sich immer noch nicht den Fragen der Kollegen, den Fragen der Öffentlichkeit gestellt. Aber es wird Zeit, die Koffer zu packen und ans Auswandern zu denken. Allmählich kriege ich es mit der Angst zu tun. Scheiße. Da haben wir gedacht, wir sind aus dem Dreck raus und jetzt. Jetzt sind wir wieder mittendrin. Das ist eben Demokratie, mein lieber Bruder. Und daran bist du nicht entschuldlos. Ich freue mich, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Und ich hoffe, Sie sind mit dem Ergebnis zufrieden. Tja, da staunen Sie, was wir hier alles aus dem Boden gestampft haben. Der Betrieb läuft auf Hochtouren. Nächste Woche stellen wir noch 2 Dutzend Arbeitskräfte ein. Wir kommen mit den Lieferungen gar nicht mehr nach. Aber kommen Sie, ich will Ihnen was zeigen. Das ist das Symbol für den Aufbruch Deutschlands in eine neue Zukunft. Unsere Kampfstätte. Fertigung und Versand von Propagandamaterialien, Parteizentrale für den norddeutschen Raum, Schulungszentrum für den Nachwuchs und vielleicht sogar Museum für die deutsche Geschichte, aber später, sehr viel später. Natürlich ist das nur ein kleines Stück vom großen Kuchen. 15,5% lassen uns aber schon sehr viel mutiger in die Zukunft blicken. Und an diesem Ergebnis sind Sie nicht ganz unschuldig, lieber Herr Schulz. Ihre Wahlwerbung, mit Fantasie und Einfühlungsvermögen geführt, hat uns 124 Sitze im Bundestag beschert. Die Helden des Luftkriegs, wie es wirklich war. Die Heldentaten der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg, das lobst du ja nicht, Mensch. Wir halten nach dem bekannten Bismarck-Wort Politik nicht für die Kunst des Möglichen, sondern für die Realisierung des Notwendigen. Dazu zwingt uns die heutige Lage in Deutschland. Politik scheitert nicht an dem, was möglich oder unmöglich ist. Unser Slogan lautet, andere Völker achten wir, doch unser Vaterland lieben wir. Heute in Deutschland und morgen...
Nee, also nee. Da spiel sogar ich nicht mehr mit. Den Laden, den zünd ich eigentlich an. Kannst dich drauf verlassen. Und dann meldest du es als Versicherungsschaden, wie du willst.